Hallo, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Nachdem ich jetzt Dark Souls bezwungen habe, ja, noch nicht alle Bosse, aber Dark Souls ist durchgespielt, aber nicht alle Bosse, gibt's jetzt Elden Ring. Und ich habe gerade eben das Spiel gestartet, ihr hört es vielleicht schon. Ja, mit Spoilern und Backseat Gaming sehe ich es hier nicht ganz so eng wie in Dark Souls. In Dark Souls war es mir einfach wichtig, dass ich das alleine schaffe. Hier will ich natürlich größtenteils auch alleine schaffen. Versucht euch ein bisschen zurückzuhalten, aber wenn mal zwischendurch ein paar Infos kommen oder so, dann ist das schon auch in Ordnung. Und ich würde sagen, ich drück mal auf neues Spiel. Let's go. Ach ja, Helligkeit. Ja. Es wird schon alles in Ordnung sein. Ich hätte noch so Blur ausmachen sollen und so. Ach Gott, okay, das sieht schon mal ganz anders aus. Gefangener, Bekenner, Bettler. Gibt's hier irgendwie eine Info zu denen? Nee, ich sehe nur das Bild und den Namen. Gut. Also. Er hat eine Axt und ein Schild. Axt und Schild finde ich gut. Bandit, der hat so einen Buckler. Besser zum Parieren wahrscheinlich. Boah, eigentlich würde ich ja schon auch hier wieder probieren zu parieren. Und was sich reimt, ist gut. Ich denke, da sich das gerade gereimt hat, ganz unabsichtlich war das ein kleiner Hinweis. Und ich starte mit dem Banditen. Vielleicht klappt's. Vielleicht klappt's ja. Ist das eine gute Idee? Ja, komm, ich mach hier ein bisschen was anders als in Dark Souls die ganze Zeit. Komm. Körpertyp A oder B wird wahrscheinlich männlich oder weiblich sein. Oder halt. Bleibt mir A wird schon Name. Der Dasilo. Körpertyp. Ja, ja, passt. Alter. Erwachsen. Ist das irgendein Unterschied? Nur das Aussehen, nicht die Fähigkeiten. Okay, Ursprung. Andenken. Oh. Ach Gott. Okay. Also, ein Medaillon mit rötlichem Bernstein erhöht die maximalen Lebenspunkte. Benutzt dies, um viele Runen zu erhalten. Zwischenlandrune. Ich vermute mal, dass das sowas wie die Seelen sind in Dark Souls. Verbessert angeblich Heiligflaschen. Goldene Saat. Angeblich erhält diese Asche sogar Geister, enthält Asche der Vampirwichte, gesprungene Töpfe, behält für bestimmte Würfe. Heben Siegel von Wichtstatuen auf, können jedoch nur einmal verwendet werden. Steinschwertschlüssel. Betörende Äste. Die stammen angeblich von dem Halbgott Mikella. Fünfheilige Äste erfüllt von betörender Macht. Gekochte Garnelen. Erhöht Resistenz gegen körperlichen Schaden. Abriris Kummer. Irres Antlitz eines Adligen, dessen Augen herausgerissen wurden.
Sieht die Aggression von Feinden an. Ich denke, das lassen wir vielleicht. Erhöht die maximalen Lebenspunkte. Ist, glaube ich, immer eine gute Sache. Oder viele Runen erhalten, direkt am Anfang ein bisschen leveln. Also, denke ich halt, ne? Asche winziger Golems, angeblich enthält diese Asche sogar Geister. Boah, keine. Ist schon wieder so. Ja, komm. Grundvorlage, detailliertes Aussehen. Grundvorlage. Detailliertes Aussehen. Ach Gott, okay, hier kann ich jetzt... Ist das irgendwie von Bedeutung? Nee, ne? Kann ich hier auch einfach auf zufällig drücken, bis... bis ich was finde, was mir irgendwie gefällt. Der sieht ein bisschen aus wie Chat. Super Chat. Ja, ja. Ich würde sagen, das passt schon. Beenden? Nein, ich will starten, aber das wird wahrscheinlich wie mit diesem Charakter gestartet. Fortfahren. Ja. Okay. The fallen leaves tell a story. America the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. Soon, America's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord a war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask, Fear, the deathbed companion, the loathsome Dung Eater,
and Sir Gideon Othniel, the All-Knowing. Again, bless a tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between, to stand before the Elden Ring. Unterwerf mich niemandem. And become the Elden Lord. Ah, okay, ja, dann doch, vielleicht. Dort hört sich gut an. Okay. Ja, also auch als Info jetzt nochmal ganz kurz an YouTube oder auch an Twitch gerichtet, ihr wollt. Das wird eine ganz lange Aufnahme werden. Hallo, warum zeigst du mir nicht die Controller-Eingaben an? Mag der Pfad zerschmettert und unsichtbar sein, steigt den Thron des Eldenfürsten. Muss ich umstellen. Kamera. Und das. Okay. Aha, ja, das wird's gewesen sein. Noch was? Raytracing. Hallo? Probieren wir es auf jeden Fall mit Raytracing. Was geht? Einige Einstellungen wurden nicht angewendet. Um sie anzuwenden, kehrt bitte zum Titelmenü zurück. Damit. Machen wir schnell. Das wird jetzt eine sehr lange Aufnahme heute. Ich habe mir gedacht, zum Start von Elden Ring, weil hier ja auch einfach, dass ich in diese Welt reinkomme, gibt es einfach eine megamäßige Aufnahme jetzt. Ich ziehe das hier jetzt durch. Manche Sachen schneide ich vielleicht für YouTube einfach raus, wenn ich Pausen mache oder sonst irgendwas. Aber es gibt auf jeden Fall ein langes Video. Schauen wir mal. Ah ja. Okay, hier hat sich auf jeden Fall auflösungstechnisch gleich mal was. Überreste plündern. Gib. Runzeliger Finger des Befleckten. Über das Inventarmenü können die Objekte angesehen, die sie fangen gelassen wegwerfen. Ihr könnt auch Werkzeuge aus dem Inventarmenü benutzen. Schließen. Objekt für Online-Spiele. Okay, hat sich erledigt. Mach's Loch auf. Y. Easy Ring. Ich bin gespannt, wie easy die ganze Nummer hier wird. Kapelle der Erwartung. Ich erwarte hier in der Ecke Loot. Loot? Loot? Nein? Ein Loot? Nein? Okay. Hier in der Ecke? Loot? Hey! Die Tür ist blockiert.
Okay. Dann hauen wir sie halt kaputt. Ah, will er nicht. Okay, das sieht schon geil aus. Gewaltige Burg, geil. Blockierte Tür, ich würde dich gerne öffnen. Von der anderen Seite. Das ist wieder so ein... Kann ich später mal hin zurück wahrscheinlich. Ah, ich spring auf A. Hey! Geil! Versucht springen, Schatz voraus. Ist das da oben bei dem... Da, wo ich gerade oben stand und mir den tollen Baum angeguckt habe. Ja. Ja, wer hätte es gedacht. Die Trolle. Zum Glück alles abgeschaltet. Alles abgeschaltet. Hier wird erstmal in aller Ruhe erforscht. Tatsächlich habe ich Elden Ring bis hierher schon gesehen. Ich weiß jetzt, was kommt. Er wirft mich direkt in einen Bosskampf. Hallöchen. Wow, okay. Okay, also den kann man beim ersten Mal einfach nicht schaffen. Das war zu viel. Ich habe überhaupt nicht erkannt, was los ist. Ah, du musst deswegen jetzt nachhelfen. Okay. Das ging schnell. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass ich so schnell drauf gehe bei dir. Ich habe zumindest gehofft, ich kann ihm ein bisschen Schaden machen. Das war, ja, ernüchternd. Ja, stimmt, hier kann man auch reiten. Hi, wer bist du denn? Du mein Pony? Don't worry, Torrent. Stormwind. Is on his side. We found him here, after all. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. In dem Fall ist das wohl meine Aufgabe in diesem Spiel. Ist gegen die goldene Ordnung. Gut. Ordnung. Flasche mit Purpurtränen. Flasche mit Himmelstränen.
Ich sehe nichts. Also ich sehe ein bisschen was, aber nicht genug. Hallo? Nee? Bringt das Loch vor euch hinunter, um die Höhle des Wissens zu erreichen. Dort findet ihr Informationen zur Steuerung und grundlegende Aktionen sowie andere Hinweise, die euch auf euren Reisen durch das Zwischenland helfen können. Die Höhle des Wissens liegt tiefer unten. Okay. Tapferer Befleckter, wagt den Sprung. Später vielleicht. Ich erst dran gewöhnen, dass ich Y drücken muss zum Öffnen. Oh, wait. Okay, vielleicht sollte ich doch erst einmal runterhüpfen. Hui! War jetzt da noch was? Nee. Ah, das sieht aber auch echt schick aus, ey, das Spiel. Ort der Gnade. Das Rasten an einem Ort der Gnade stellt Lebenspunkte und FP. Ich weiß immer noch nicht, für was das F steht. Das sind auf jeden Fall Puzzlepunkte. Wieder her und befreit euch von Statusleisten. Außerdem werden in Heiligflaschen aufgefüllt. Orte der Gnade findet ihr dort, wo das Licht konvergiert. Gnade berühren. Zeit vertreiben. Früh am Tag. Ach, geil. Fokus. Ah, für Fokus steht's. Okay. Laschen. Ja, ist mir schon klar. Ich habe erstmal keine Magie, also passt. Zeit vertreiben. Zauber lernen. Stab ausrüsten, um Zaubereien zu wirken. Es ist exakt wie in Dark Souls, ne? Dann legen die Anzahl der Zaubereien fest. Okay. Truhe sortieren. Ja, alles easy. Kenne ich. Wir haben nix. Doch, einen Bogen habe ich. Und Ausrüstung. Was ist das hier? Inventar. Ach so, ah, das ist quasi, das sind die Informationen. Okay. Hi, du bist ein Gegner. So, wir probieren mal. Hi, greif mich mal an. Bah. Geil. Ah, zu früh. Komm, mach nochmal. Nee. Nee, okay, seltsam. Schilde Scheiße zum Parieren findest du. Okay. Probier's trotzdem nochmal. Nee. Komm, hau mich. Seltsam. Wegen dieser einen Bewegung runter, die er zuerst macht. Ah, verstehe. Dieses irgendwie, Moment, muss ich in dem Fall treffen, wenn ich näher dran bin, glaube ich. Also wenn, es war auf jeden Fall zu früh. Komm, hau mich nochmal. Nope. 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 Ich will's einmal sehen. Einmal will ich sehen. Nope.
Nope. Aha. Okay. Nochmal schnell auffüllen und dann nochmal probieren. Es gibt verschiedene Tageszeiten in dem Spiel. Da bin ich mir immer noch nicht so sicher, ob ich das geil finde. Komm. Ah, das war zu früh. Viel zu früh. Andere Attacke gemacht. Nee. Nee. Komm. Nee, wieder nicht. Früh. Ja, ja, okay, okay. Okay, okay. Abwehren, ja, ja, weiß ich, weiß ich. Ausweichrolle, ja. Ah, als ob das irgendwie anders wäre als bisher, ne? Nee, wieder zu... Keine Ahnung, ob jetzt zu früh oder zu spät. Ich kann springen! Wuhu! Geil. Ganz normales Springen. Hä? Du Saftsack da oben, ey. Was ist das? Kann ich das looten? Ja, tatsächlich. Zwischendurch findet ihr an jeder Ecke Früchte, Blumen, Pilze, Schmetterlinge und viele andere nützliche Materialien. Diese Materialien könnt ihr für die Herstellung von Objekten einsetzen. Okay. Rova-Frucht. Let's go. Komme ich noch zu dir da oben oder muss ich dich jetzt akzeptieren? Ich würde dich gerne abstechen. Ah, guck mal, hier lernen wir... Waffe in der rechten Hand, Waffe für linke Hand wechseln. Waffe mit beiden Händen führen. Ihr könnt für jede Waffe... Ja, okay, das ist mehr... Eigentlich will ich ihn treten. Hallo. Wieso kann ich dieses Schild nicht treten, so wie ich es von... Keine Ahnung, was das jetzt war, aber hey. Oh, warte mal. Apropos, ich habe doch hier so einen Bogen. Er hüpft runter. Geil. Ah, der Pfeil steckt ihm noch im Kopf, das gefällt mir. Ja, geht, geht. Ich komme rein mit dem Abwehren. Viel besser als in Dark Souls 2 und 3. Mit dem Parieren. Guck mal an. First try, nice. Ja? Zack, second try. Läuft. Läuft, läuft, läuft.
Falltyp 2, Falltyp 1. Präzises Zielen. Ja. Wow. Oh. LT, Talent. Waffen haben Talente, also besondere Fähigkeiten. Nee, das habe ich ja jetzt nicht. Und ich kann die auch nicht in... Achso, das ist nur eine Einhandwaffe. Die kann ich nicht zweihändig führen wahrscheinlich. Das Tutorial ist natürlich für alle Sachen, auch wenn man sie nicht hat. Ja, ist klar. Ducken. Ist hier eigentlich die Geschwindigkeit egal, mit der ich an ihn rangehe? Y. Ah, ich habe mich vertan. Ja, okay, du hast recht. Y gedrückt halten und dann... Ah. Ja, guck mal. Okay, verstehe. Das ist ein bisschen anders von der Steuerung her. Y und L1. Ja, bei mir ist es LB und RB, aber ja. Hintergegner, kritische Treffer, ja, weiß ich. Aber das ist ja wurscht, ich weiß, welche Tasten du meinst. Ends mittlerweile. Aufgeladener Angriff beim Springen. Sprungangriff. Ah, ist auch nett. Ups. Ich habe mich gerade erschrocken, was da steht. Marikas Pfähle. Wenn ihr sterbt, werdet ihr am letzten Ort der Gnade wiederbelebt, den ihr besucht habt. Seid ihr allerdings in der Nähe eines Pfahls von Marika gestorben, könnt ihr stattdessen dort wiederbelebt werden. Okay. Ah. Bossy Mac Boss Fight. Soldat Godricks. Sofort nach dem Blocken eines Angriffs Abwehr Konter. Fuck. Das ist ja ein Witz. Hoppala. Sagte er und wird verprügelt. Oh. Sagte er und wird verprügelt. Oh Mann. Ups. Oh Scheiße. Julius, vor den DS3 DLCs. Alle Runen in eurem Besitz lasst ihr am Ort eures Todes fallen. Ja. Nee, ich glaube, ich hatte doch gesagt, dass ich auf jeden Fall die Elden Ring, die Dark Souls 3 Sachen parallel zu Elden Ring machen werde. Okay. Und grüß dich, hi, schön, dass ihr am Start seid. Grüßt euch. Ich will da durch das Loch. Ah, okay, schade.
Ah, hier kommen wir jetzt raus. Aber warte mal. Da hinten war doch noch... Da hinten habe ich doch vorhin was gesehen. Wie komme ich da hin? Habe ich irgendwo einen Weg verpasst? Wahrscheinlich von woanders. Ich laufe jetzt nicht nochmal alles zurück. Und Julius, ich habe heute viel, viel Zeit mitgebracht. Ja, okay. Okay. Wahrscheinlich machen wir heute auch noch ein bisschen Dark Souls 3, optionale Bosse und so ein Kram. Da hinten. Da hinten oben ist doch was. Hm. Da muss ich doch durch. Genau auf der gleichen Höhe. Da, wahrscheinlich komme ich da schon irgendwie durch das Tutorial-Gebiet hin. Ach, guck mal. Der beste Boss kommt noch, echt? Oh weh, oh weh, oh weh. Julius, du warst doch auch einer der Better Twitch TV-Leute, oder? Oder 7TV oder was auch immer. Ein Krummfinger, das hinterlässt ein goldenes Rufzeichen. Okay, das ist PvP-Gedönse. Oder PvE, wie auch immer. Hab ich hier nicht durch? Wertsteinschlüssel. Nee. Mann, nicht. Oder? Ist kein Muss, aber hast du eine Ahnung? Hab ich einen? Ich hab gar keinen. Okay, nicht im Inventar. Muss ich dich benutzen oder bist du... Nee, du bist schon unten auf Zug, ne? Gut. Kannst du mal gucken, ob das jetzt funktioniert? Eigentlich müsste es jetzt gehen. Also ich hab's jedenfalls... Ich habe mich heute drum gekümmert. Da lassen die FPS... Da gehen die FPS in den Keller. Eieieiei. Ein bisschen. Schlüssel nicht im Inventar. Ja, ist ja gut. Boah, er ist ja mächtig. Uh. 43, 42 FPS, alles klar, wir müssen die Details runterschrauben. Okay, ich hatte gehofft, also ohne Stream und Aufnahme. Oh, das sieht aber hässlich aus jetzt. Oh ja, geht. Beides funktioniert. Perfekt, nice. Oh, das sieht aber echt hässlich aus jetzt. Okay, Moment. Dann müssen wir das, dann muss ich das ein bisschen von Hand, dann muss ich von Hand rangehen. Bewegungsverzerrung aus. Schattenqualität können wir auf niedrig machen. Schatten finde ich jetzt nicht so krass. Effects ist okay. Reflektion, ja. Wasseroberflächen sind... Ah, will ich eigentlich schon schöne haben. Grasqualität. Die hat mich... Also wenn so viel Wiese zu sehen ist, ist das echt schade, wenn die so hässlich ist. Feder, ja, hm. Probieren wir es mal so. Achso, jetzt muss ich zum Titelbildschirm. Ja, so sieht es einigermaßen okay aus.
Und jetzt gucken wir mal, wenn die anderen Einstellungen übernommen wurden. Okay, cool. Das freut mich, dass das jetzt funktioniert. Und es wurde auch, ich habe es leider nicht gesehen, hier unter mir im Chat wurde es auch angezeigt, ne? Oh, jetzt pisst's. Okay, super. Immer noch 50 FPS. Boah, Leute. Ich habe echt keinen schlechten Computer, ne? Dass der das nicht auf 60 FPS hinkriegt, uff. Mach mal Raytracing aus. Der Baum hat Schuld. Okay. Ich glaube, es hat Schuld, ne? Sorry. Für die Klugscheißerei. Okay, das Raytracing hat viel ausgemacht. Ich habe jetzt ungefähr 15 bis 20 FPS mehr ohne Raytracing. Ja, schade. Dann halt ohne. Aber jetzt komme ich fast auf 60. Gnade existiert, um die Befleckten zu führen und ihnen den richtigen Weg zu weisen. Selbst heute besitzen manche Orte der Gnade noch diese Macht. Ihre goldenen Strahlen werden euch den Weg weisen. Das ist schade, dass der Baum, der sieht doch so toll aus. Die Karte. Nutzt eure Karte, um eure aktuelle Position, das Terrain und die Gebäude in der Umgebung zu überprüfen. Ihr könnt eure Karte mit neuen Informationen aktualisieren, indem ihr Kartenfragmente in Stelen entlang der Straße findet. Ihr könnt außerdem leuchtende Marker frei auf der Karte platzieren, um euch beim Erkunden besser zu orientieren. Über das Kartenmenü könnt ihr euch über eure aktuelle Position, das hat er mir doch gerade eben erst gesagt. Oh mein Gott. Friedhof, Höhle, Friedhof, der erste Schritt. Hi, wer bist du? You have no shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation, Einladung zur Tafelrundfeste, you are fated, it seems, to die in obscurity. Luckily for you, however, there is one shining ray of hope for even the maidenless, me, Vare. Take care to listen. Are you familiar with grace, the golden light that gives life to you, tarnished? You may also behold its golden rays. Der Schein ihrer goldenen Strahlen kann manchmal in eine bestimmte Richtung aufzeigen. That is the guidance. Oh. The path that a tarnished must travel. Indeed. Grace's guidance holds the answers. It will lead you tarnished to the path you are meant to follow, even if it leads you to your grave. Absolut richtig. Die Stimmen sind sehr, sehr leise. Grace's guidance will reveal the path forward, most certainly, to Castle Stormvale, over on the cliff, the home of the decrepit demigod, Godric the Grafted.
Roderick der Verpflanzte. Okay. It's time you set off, I should think. To Castle Stormvale. Okay. On the cliff. Gut. Loot. Nein, kein Loot. Herbeirufungsreserven. In jedem Gebiet könnt ihr auf Märtyrerbildnisse stoßen. Diese Bildnisse dienen als Herbeirufungsreserven. An diesen Orten wird es euch leicht fallen, andere Spieler herbeizurufen. Diese als Sammelpunkte für Kurb. Whatever. Brauche ich nicht. Wie viel Loot kann ich mitnehmen? Will mir eigentlich hier alles aufs Maul hauen? Oder habe ich hier auch so... Bin ich auch ein bisschen... Ich vermute mal, mir will alles aufs Maul hauen. Hey, ihr auch? Nö, ihr geht einfach. What the... Hey, ich wollte dich sammeln. Du leuchtest schön. Da ist noch was. Goldene Rune. Eine. Ich glaube, Reiter kann man nicht parieren. Das habe ich, glaube ich, mal gehört. So viel habe ich schon mitbekommen vom Spiel. Und ich weiß nicht, ob ich mich mit dem anlegen sollte, ehrlich gesagt. So, jetzt einfach so random. Ah, Soll ich mal probieren? Den ersten Gegner hier. Willst du mich verprügeln oder sind wir cool? Nee, du willst mich ziemlich sicher verprügeln. Und du machst ganz schön Damage. Ich glaube, gegen dich könnte ich meine Waffe auch beidhändig führen, ne? So rum. Komm mal wieder her. Hier fand ich es eigentlich ganz nett. Aua. Oh, das war neu. Das beidhändig dauert mir zu lang. Nimm sie in eine Hand, bitte. Danke. Ah, es wäre schon machbar. Kann ich auch abhauen jetzt? Ich meine, ich bin ja jetzt hier in der offenen Welt. Können wir nochmal drüber reden? Ich habe keine Heiltränke mehr, warte kurz. Ich habe ja schon Lust, es nochmal zu probieren. Aber ich mache dem so wenig Schaden.
Blast auf Köln und weiterkämpfen. Ja, das wär's. Sepp, grüß dich. Hi. Wir haben jetzt Better Twitch TV und 7 TV aktiviert. Leute, es ist aktiv. Ach, irgendwie, ich hätte ja schon Lust, aber ich mache so wenig Schaden, das dauert eine halbe Ewigkeit. Ich will mich jetzt nicht hier mit Erdenblattblume. Nice. Was bist du? Kann ich dich häuten? Nö, ich gib's mir aber ein bisschen Seelen. Du bist voll bei mir. Alles klar, Marius. Cool, cool. Schön, dass ihr alle am Start seid. Hey, grüßt euch. Alles easy. Ja, Marius, wäre auch nur so ein Notfallding gewesen für später, wenn wir dann in Elden Ring, in Dark Souls reingehen. Und nochmal ein paar Bosse machen. Goldene Rune. Kirche von Elle, der Weihnachtsmann. Ja, das mit der Karte weiß ich jetzt schon. Sofort dann bereits entdeckte Orte der Gnade reisen. Ah, okay. Easy. Du bist ein Händler. Hi. Erzähl mal. Tarnished. I can see it. But I can also see that you're not after my throat. Then why not purchase a little something? I am Carle, purveyor of fine goods. Ich hätte gerne deine Gitarre. Über das Ladenmenü könnt ihr mit Runen verschiedene Objekte kaufen. Ihr könnt auch Objekte für Runen verkaufen. Jeder Händler hat viele verschiedene Waren. Teleskop, gesprungener Topf, zur Herstellung von gesprungenen Töpfen nötiger Behälter. Was? Okay. Befähigt euch zur Objektherstellung. Wahrscheinlich kein schlechter Gegenstand. Fackel, großer Lederschild. Eine Notiz mit wichtigen Informationen. Flasche der wundersamen Arznei, Ruinen eines Wegpunkts. Wie finde ich Elden Ring bisher? Bis jetzt ist es cool. An Schmiedetischen könnt ihr eure Waffen mit Runen und Schmiedesteinen verstärken. Irgendwo im Zwischenland gibt es einen Schmied, der eure Waffen sogar noch weiter verstärken kann. Schmiedestein. Schmiedetisch benutzen. Waffe verstärken. Über das Schmieden könnt ihr Waffen bis zu plus 3. Okay. Ich bin ja schon versucht, den Zettel mit wichtigen Informationen zu kaufen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde gerne leveln. What is it? Empfehlung. If you can spare the runes, you should buy yourself a crafting kit. A crafting kit allows you to make basic items on your own. Essential, really, if you intend to survive out here for any duration. Hier kann man nicht leveln? Dein Ernst? Nee. I do take my cut. But the important thing is that you survive. Every customer counts, after all. Auf dem Zettel steht nur Get Good Scrub. Nein, hier kann man schon leveln, oder? Klar kann man hier leveln. Ich hab doch hier Werte, die ich hochleveln kann. Werkzeugsatz, hat er gesagt, soll ich kaufen. Nein! Hä? Muss ich dann mit Ausrüstung hochleveln, oder wie? Okay, dann bin ich gespannt. Ja, das will ich auch hoffen. Objektherstellung. Nee, ihr verarscht mich doch. Ihr verarscht mich doch gerade.
Bestimmt die Objekte, dann braucht ihr gesprungene Töpfe oder andere Behälter. Ihr könnt euch nicht mehr Objekte, also die Behälter zur Verfügung stehen. Die in Behälter aufbewahrten Materialien werden bei Benutzung verbraucht, wenn die Behälter selbst erhalten. What is it? Ich habe keine Ahnung. Julius, ich habe keine Ahnung. Hä, wieso? Wo kann ich jetzt? Warum kann ich nichts herstellen? Hallo? Ah, da. Über das Objekt herstellen könnt ihr verschiedene Objekte aus gefundenen Materialien herstellen. Wie ihr noch andere Objekte herstellt, lernt ihr aus gefundenen Rezepten. Füttert dies Sturmwind um. Oh. Will Sturmwind haben. Ah, okay, da fehlen mir Gegenstände. Verstehe. Naja, dann looten wir mal noch ein bisschen. Looten und leveln. Welchen Bild ich im Auge habe. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wirklich nicht. Was ist das da oben? Ich werde mich wieder so ein bisschen überraschen lassen. Hatte ich eigentlich bei Dark Souls auch vor, mich überraschen zu lassen, nur ist es dann doch immer wieder auf die Waffe hinausgelaufen. Ich mag halt große Prügel. Ich bin es gewohnt, einen großen Prügel in der Hand zu haben und deswegen mag ich die auch in Spielen. Sorry. Führer und Torwächter, all jener, die zu den Wurzeln heimkehren. Oh, Adler, Vogel, mein Gott. Die gute Dame, von der diese Statue ein Abbild ist, hat in ihrer Jugend auf jeden Fall zu viel aufs Smartphone geguckt. Hey, wo... Oh, warte mal. Das zeigt mir ja irgendwas an. Wenn schon nicht im Real Life. Ja. Wenn ihr wüsstet. Inas Lilie. Ja, ich dachte jetzt vielleicht zu ihren Wurzeln, dass ich hier unten drunter hin muss, aber anscheinend irgendwo darüber. So, und da geht's nämlich los. Wir sind hier in einem Open-World-Spiel, das mir einfach alles offen lässt. Und deswegen kann ich nicht auf YouTube, da ich da das rohe Gameplay hochladen werde, nur Elden Ring hochladen. Das läuft, das wird auf jeden Fall in, das wird ausarten hier. Ich merk's ja jetzt schon. Ruinenfragment, okay. Oh, wer seid ihr? Ah, euch kann ich verprügeln. Ihr seid easy zu verprügeln. Hast du ein Schwert oder? Nee, du willst mich einfach von Hand verprügeln, okay. Overfrucht. Oh, du hast auch noch was. Der wollte weglaufen, echt. Habe ich nicht gesehen, Entschuldigung. Hey! Das ist ein Dings hier. Ein, Chinchilla. Vernichtet ihr eine Gruppe von Gegnern, füllen sich eure Flaschen wieder. Oh! Die Anzahl und Art der gefüllten Flaschen variieren je nach der Gegnergruppe. Ihr könnt nur so viele Flaschen auffüllen, wie es eure maximale Anzahl erlaubt. Nett. Pilz. Gut. Dass ein Pilz war, habe ich auch gesehen. So, jetzt ist die Frage, hat mir dieser Strahl, hat der mich hierher geführt? Also, weil dafür hätte ich keinen blauen Strahl gebraucht.
Oder soll der jetzt strahlen, hätte der eigentlich gesagt, hier unter diesem Baum was? Weil so hätte ich es jetzt gedeutet, aber ich glaube, da ich hier nicht keine Schaufel ausrüsten kann oder sowas. Ich sehe den Strahl auch auf der Map. Ja, der führt mich sicherlich auf die... Aber nur so kurz, nur so ein kleiner... ungefähre Richtung Strahl. Das wird schon passen hier mit der Tür, denke ich. Hallöchen. Sturmfuß-Katakomben. Die Luftlinie ist ziemlich exakt. Ja, dann passt das doch. Ah ja, guck mal, jetzt ist er auch weg. Ja, passt. Ein wahrer Tod bedeutet die Rückkehr zum Erdenbaum. Habt Geduld, bis die Zeit kommt und die Wurzeln euch rufen. Was? Ja. Fuck. Oh Gott! Mann, ey! Kleiner Bastard! Ja, nee, ist klar. Aua! Hey! Oh, das Erste, was mir hier in der offenen Welt passiert ist, dass ich mich erschrecken muss. Ihr seid doch echt... Also... Die Kapuzenpenner. Ja. Absolut. Oh, hier sind mehrere. Nicht cool. Ey, und die bewerfen mich. Ey! Aua! Aua! Komm, ey. Sehe hier aber jetzt auch gerade schlechter. Jetzt hau mich halt. Dann halt nicht. Wurzelharz. Harry Gott, ja, schön wär's, ey. Hast ja gesehen, wie oft ich jetzt drauf, wie viel Leben ich verloren hab. Und das mit dem Y oder Dreieck finde ich eigentlich gar nicht so wild, ehrlich gesagt. Kurze Umgewöhnung, aber fand ich jetzt nicht weiter schlimm. Ah, das war dunkel, weil irgendwie die
Gräbertal-Lilie. In einem Gerät versperrt. Andauernd springst du. Okay. Verfluchten. Seid ihr zu zweit? Bist du alleine? Wenn du alleine bist, komm mal hierher, bitte. Oh, hi. Aua, aua, aua. Na bitte, geht doch. Vor jedem Item wird erstmal gesprungen. Das ist mir am Anfang auch ein bisschen passiert. Der sieht so hart nach Falle aus, ne? Okay. Reicht das? Kann ich... Oh, wo kommt er denn her? Och Mann, ey. Hinter jeder Ecke muss einer sitzen, der mich erschreckt. Aua, tot. Mist. Warum? Wo kam er denn jetzt runtergehüpft? Oh. Ah. Oh, was ich bisher viel zu wenig gemacht habe. Das muss ich jetzt unbedingt mehr tun, glaube ich. Ist dieser schwere Angriff nach Block. So, kommt mal her. Kommt mal her. Hey, hüpfst du jetzt runter oder nicht? Halt nicht. Da oben sitzt er. Wie man ihn auch einfach nicht sieht, ne? Du fackelst nicht ab, oder wie? Doch. Oh! Okay. Können wir ganz kurz bitte... Oh oh! Das Einzige, was ich wusste, war der erste Boss, den man bekämpft, gegen den man ja nur sterben kann, quasi.
Okay, das habe ich jetzt neu gelernt gerade, dass man nicht, dass ich einfach Vollgas draufhauen sollte mit dem Dolch. Also eigentlich ist alles zu 100% unbekannt. Man kann ihn auch töten, ja. Haha, man kann. Dafür müsste man aber erst gut werden. Aua! Oh, wie eng das Zeitfenster hier ist. Das ist ja krass. Oh oh, war ich zu spät? Oh, es reicht. Komm jetzt. Unendlich Wurfmesser oder? Ach, es war ja so klar, dass hier noch einer sitzt. Oh Gott, dass ich noch lebe, ist ein Wunder. Ach, was mache ich jetzt? Ich hab dich schon gesehen da hinten in der Ecke, du kleiner Bastard. Hat nur ein paar Resets gebraucht. Ah, guck mal. Okay, wie erkenne ich in diesem Spiel, ob ich einen Boss besiegt habe oder nicht? Wachhund des Erdenbaum-Begräbnisses. Aua. Ja, ich hab's mir schon fast gedacht, dass sowas in der Richtung passiert. Kann's gar nicht erkennen. Das ist aber schlecht. Aua! Wow. Nee, im Nachhinein. Ihr Nasenbären, ey. Auf der Map, sehe ich auf der Map irgendwie, dass ich den Boss schon gekillt habe, weil sonst muss ich mir ja, ich will ja alle Bosse in den FromSoft-Spielen killen irgendwie, ne? Dann muss ich mir ja eine Liste machen. Muss eine Liste machen, oh Gott, nee, echt? Oh, das ist ja doof. Das ist schade. Kann man den parieren wohl? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Wobei. Denke nicht. Kann ich auf der Karte unendlich viele Markierungen hinzufügen? Oder gibt's da 100? Okay, ja, dann wird's. Dann komme ich aber schon irgendwann an eine Grenze, ne?
Okay, liest auf jeden Fall nach. Okay, Kopf wackeln heißt, ich spuck Feuer. Ist in Ordnung. Aua, okay, da macht er zwei. Verdammt. Ey! Mist, ja, ich hab's gerade bemerkt, dass das ein schlechtes Ausweichen war an der Stelle. Okay. Das gefällt dir nicht so gut, wenn ich hinter dir stehe. Leveln, overgeared. Oh, er zuckt direkt auf mich zu. Miese Nummer. Ja, das wird nix. Ich habe schon zu viel heilen müssen. Jupp. Kill haben. Na. Ich sollte mal mein Schild benutzen ab und zu, auch bei dem gerade. Meinen Schild. Och komm. Der Einschlag macht Schaden. Ärgerlich. Ja, da bin ich aber auch ein bisschen nicht ganz so gut gerade. Also ich mache auf jeden Fall zu wenig Schaden. Es ist genug, dass es nicht ewig dauert, den zu killen. Also es ist der Fortschritt, den man beim Damage machen macht, der ist erkennbar. Aber ich mache doch echt wenig Schaden. Die Blut? Komm mal hier rüber. Ach, du Bazi. Ja, klar! Ich weiß immer noch nicht, ob ihr mich verarschen wollt. Nee, ich habe Y gedrückt. Aber ich wurde dumm getroffen. Jetzt ist alles weg. Jetzt ist eh wurscht. Das, was da liegt, ist ja jetzt ein Witz. Oder? Da ist nix. Da ist null. Ja. Wie Damage der mir macht. Ekelhaft. Ah.
mehr aufs Crafting. Wow. Aber ich kann ja noch nichts craften, oder? Kann ich jetzt was craften? Irgendeine Heilung? Erzeugt buntes Licht, das euch leitet. Bom bom. Ich kann ja nicht wirklich was Geiles craften. Ja, das sind die Prismasteine, genau. Ich habe die noch nicht einmal benutzt. Ich weiß nicht mal, wie schön die vorher waren. Ob die vorher schön waren. Da bin ich jetzt gerade gesprungen, habt ihr gesehen? Ob das was bringt, weiß ich jetzt auch nicht. Oh, ich mache für meinen Geschmack echt wenig Damage. Für so ein Billo-Katakomben-Gegner hier gerade. Leuchten noch heller. Wie gesagt, ich habe nicht mal in Dark Souls einen benutzt. Ich habe keine Ahnung, was und wie die überhaupt tun. Mit dem Dolch halt critten, ja, okay. Weiß nicht, verpasse ich irgendeine Steuerung, mit der man Crits macht? Ja, parieren, aber ich denke nicht, dass ich den parieren kann, oder? Also wenn ich den parieren kann, dann mache ich das. Ah, den Angriff jetzt eher weniger. Ach komm. Reicht dann auch wieder. Und jetzt feuert er. Nee, ich glaube nicht, dass ich den parieren kann. Oh, doch, kann ich. Okay. Es war zu spät. Aha, schau mal einer an. Na, das sieht doch schon viel besser aus. Ach, Feuer. Ich hätte gedacht, dass ich dieses Steinwesen jetzt nicht unbedingt parieren kann. Ah, fuck, ja. Da habe ich zu früh gedrückt. Hab's dann selber gemerkt, als ich gedrückt habe, dass das zu früh war. Ja, das ändert alles. Oh mein Gott, okay, fast jeder Boss. Geil, okay, das ist geil. Okay, Leute, jetzt wird's spaßig. Das ist eine richtig nice Info.
Ich glaube, es gibt aber nicht parierbare Gegner. Irgendwie so irgendwelche Reiter oder so habe ich gehört, die kann man nicht parieren. Let's go. Jetzt, du liebe Katze. Oder was auch immer du darstellen möchtest. Komm nur her, du. Nope. Den nicht. Nope. Nope. Nein. Na, Feuer. Na, zu spät. Feuer. Brauchen wir nicht. Wollen wir nicht. Mann, ey, wenn man mal richtig die Ahnung hat, hey, dann auf einmal geht's ab, ey. Mit der Glocke eines Geisterrufers könnt ihr mit Asche verschiedene Geister herbeirufen. Das Herbeirufen verbraucht gewöhnlich Puzzlepunkte. Ihr könnt immer nur einen Geistertyp auf einmal herbeirufen. In Mehrspielerpartien könnt ihr keine Geister herbeirufen. Okay, Asche des Zauberadligen. Okay. Elden Ring Offline, ja. Zum Eingang zurückkehren. Hallo, ich möchte mehr Loot haben, bitte. Fokuspunkte hieß es vorhin mal. Limgrave, so, und jetzt sehe ich auf der Karte nicht, dass ich das geschafft habe. Das ist ja doof. Oh, warte mal. Muss ich jetzt... Nee, Y. Ah, Hilfe. Ja, eigentlich müsste ich jetzt am Leuchtfeuer kurz Platz nehmen. Was mache ich? Lauf einfach dran vorbei, nice. Geschafft? Ist unmarkiert. Okay, Moment, aber... Okay, Moment, reden wir kurz darüber. Ich habe doch jetzt hier schon 4 Stück. Also Höhle des Wissens habe ich geschafft. Friedhof der Geschrandeten, keine Ahnung. Das sind alles Katakomben. Oder ist dieses Symbol da drunter die Katakombe mit einem Boss? Und dann gibt es ja auch noch auf der Welt Bosse. Ah, das sind Bonfire. Ah. Okay, verstehe.
das heißt, Friedhof der Gestrandeten, den habe ich jetzt noch nicht geschafft, oder? In Elden Ring alle 3 Meter 1. Also hier würde ich, glaube ich, mal eine Markierung hinsetzen, dass ich da noch hin muss. Die Steinschwertschlüsseltür nicht aufgemacht und ist da ein Boss? Also Moment, Markierung, dann würde ich mal dort einfach... keine Ahnung, Steinschwertschlüssel hier, Schwert, so. Okay, jetzt stellt sich mir aber die Frage, und deswegen gehen wir da jetzt nochmal hin und schauen mal, was der gute Reiter, ob ich den parieren kann. Weil, kann ich, also, man kann nur manche Reiter nicht parieren. Oder, also ich weiß, ich habe halt einmal so einen Ausschnitt gesehen vom guten Etienne. Ihr kennt ihn vermutlich die meisten von euch, Etienne Gardet von den Rocket Beans. Der hat irgendeinen Reiter versucht zu parieren. Und das ging nicht. Aber schauen wir mal. Aua. Aua. Goldene Reiter sind an ihr Schwert gekettet, die kann man nicht critten. Ach, an ihr Pferd. Ach, die würden sonst runterfallen. Ah. Oder sowas in der Art. So, warte mal. Nee, warte, reisen kann ich von überall, ne? Da muss ich nur auf die Karte gehen und dann... reisen. Also in dem Fall brauche ich es bei dem nicht probieren. Du, lass mal bitte. Baumwächter. Ja, komm, versuchen wir mal. Hey, hau den Schädel. Keine Ahnung, was eine goldene Rune bringt, aber gib. Ich geh mal weiter. Hier gibt's ja dann auch irgendwann noch ein Pferd und keine Ahnung. Ich bin anderthalb Stunden hier drin und hab eine Katakombe gesehen. Ja, wie gesagt, hi, wer ist die? Okay. Komm, hau mich. Du auch? Der Loot ist so real hier, ne?
Ah, ich könnte mich an dich anschleichen. Aber weißt du, was ich auch kann? Parieren. One-Hit-Wonder. Let's go, der nächste. Hallöchen. Du auch? Hoppala. Oh, ouch. Von oben. Zu große Fresse wieder. Ah, zu früh. Ach, mit der Fackel haut er auch zu. Ah, Hilfe. Jetzt hat. Was ist das da oben? Ah. Einhöhle. Ah, kurz hinsetzen. Hallo? Oh. Was seid ihr denn für Wesen? Ihr sitzt da am Feuer. Wieso sitzt ihr am Feuer? Höhlenmoos. Oh, hi! Sie hüpfen einfach hoch. Aber klar, warum sollte nur ich hüpfen können, ne? Oh, hi. Warte kurz. Ey. Dünne Bestienknochen. Okay. Du hast nichts von dem Aufruhr hier mitbekommen, wa? Oh, hi. Goldene Rune. Glühwürmchen. Glühstein. Mein Gott. Was es hier alles gibt. Sprungener Topf. Höhlenmoos. Geht's hier noch weiter? Ja, anscheinend. Geht's noch ein bisschen tiefer. Oh, hier gibt's einen Boss. Bisschen wenig HP, aber... Was bist du? Aua. Du bist ganz schön flink. Ich kann dich nicht parieren. Glaube ich. Blöd. Also ich hatte gerade... Ich weiß nicht, ob das Angriffe waren, die ich nicht parieren konnte. Die mich da erwischt hatten. Aber ich... Es geht nicht.
Aua. Okay, Waffen kann man zu 99% parieren. In dem Fall mache ich irgendwas falsch. Habe ich das falsche Timing bei seiner Waffe? Gut, dann sind es halt die... Muss ich manche Waffen noch lernen? Aua, das tat weh. Geht gut. Dann hat die Waffe ein minimal anderes Timing, als ich vermuten würde. Alles klar, let's go. Rollenfetischist? Ist voll langweilig. So, komm her. Da haben wir es. Perfekt. Ah, zu früh. Zu früh. Scheiße. BB. Mortal Shell. Mortal Shell. Ich weiß nicht, was du mit Sektor meinst, aber... In anderen Games halt. Kriegst es nicht weg, lol. Ich habe Autokorrekturen in allen meinen Geräten immer komplett deaktiviert, weil ich es hasse. Sekiro, ach so, klar. Logisch. Welches Spiel auch sonst? Gibt's nicht. Da haben wir einen. Und zwei. Bloodborne. Ah, ja. Ja, Bloodborne. Oh, das bin ich auch schon noch. Ah, zu früh. Da bin ich mega gespannt drauf. Ja, zu früh wieder. Shit. Oh. Nee, ich glaube den Angriff, den kann man nicht parieren, den er da macht. Wenn er beide Hände an der Waffe hat und von oben zuhaut. Genau den. Ach, scheiße. Passt. Läuft. Flammendrachen-Talisman. Okay. Was ist ein Flammendrachen-Talisman? Erhöht Resistenz gegen Feuerschaden. Gut. Sekiro kommt auch noch. Ja. Auf jeden Fall kommt Sekiro noch. Einmal kurz chillen. So, jetzt
Wann entdecke ich denn diese Höhlen? Da bin ich jetzt gerade auch ein bisschen irritiert. Oh, ist das geil, ist das geil! Ich freue mich gerade riesig, dass das hier wieder so gut funktioniert mit dem Parieren. Das ist so geil! Das war in Dark Souls 2 und 3 so komisch und hatte so ein seltsames Timing. Und hier ist es einfach... Ah, ich bin ein One-Hit-Wonder. Oh, guckt mich an! Oh, ist das geil! Was meinst du mit was? Mit was meine ich mit wie? Ja, wie nah muss ich dran sein oder? Nein. Wann werden solche Landmarken hier aufgedeckt? Also wie nah muss ich dafür dran sein? Sehe ich das dann, weil ich, wenn ich jetzt hier keine Info kriege, ob ich die Höhle schon gemacht habe oder nicht, und ich laufe an einer vorbei und bemerke nicht, dass ich an dieser Höhle vorbeigelaufen bin und markiere mir die nicht deswegen, dann weiß ich ja auch nicht, ob ich die, wenn ich im Nachhinein über die Map schaue, schon gemacht habe oder nicht. Ah, man muss drin sein und den Namen angezeigt bekommen. Okay, verstehe. Also schon so nah. Oh, was ist hier los? Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. Hi. Hallo. I offer you an accord. Schauen wir mal. Have you heard of the Finger Maidens? They serve the Two Fingers, offering guidance and aid to the Tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. I can play the role of maiden. Brauche ich nicht. Turning runes into strength to aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you to the foot of the Erd Tree. Esoterik, Mensch. Und so, die Autokorrektur ist nicht solo gut. Geil. Finde ich super. Ich würde ihr nicht vertrauen. Das ist doch die Frau, bei der ich level. Wenn ich das jetzt ablehne, eigentlich würde ich sie schon mitnehmen. Aber eigentlich sage ich auch, ich brauche keine Jungfer. Bin alleine cool. Aber ich glaube, im ersten Durchlauf sollte man das vielleicht annehmen, ne? Ich würde dir nicht vertrauen. Lehn ab! Ist, glaube ich, keine gute Idee. Ja, okay. Summon me by grace to turn runes into strength. Genau, das nehme ich, weil sie das vorhin gesagt hat, Runen in Stärke. Another matter. I bequeath to you this ring. Spektakelrosspfeife. Nice. Use it to traverse great distances
It will summon a spectral steed named Torrent. Oh, geil. Pferdchen. Torrent has chosen you. Treat him with respect. Yes, Sir. Stufenaufstieg. Ja, bitte. Über das Stufenaufstieg mit jedem verbessern der Attribute erhöht sich eure Stufe um 1. Mit zunehmender Stufen steigt allerdings auch die Anzahl der Runen, die ihr findet. Ja, okay. So. Kraft, Geist, Kondition, Lebenspunkte, Puzzlepunkte, Ausdauer, maximale Ausrüstungsgewicht, Stärke, macht einfach alles. Gut. Geschick macht auch alles. Okay. Weisheit macht auch alles. Wird? Achso, nee, warte. Hier werden manche Sachen mehr hervorgehoben und manche weniger. Ah, nee. Weisheit macht da drüben körperlich, Körperimmunität, Robustheit und so ein Kram. Arkanenergie hat noch Entdeckung. Entdeckung. Also Entdeckung, vermute ich mal, ist sowas wie, dass ich in Deckung bin. Und dass ich nicht so leicht gesehen werde, wenn ich im Gebüsch rumlaufe oder so. Aber das habe ich eigentlich nicht vor. Ich will parieren. Bisschen mehr Leben. Let's go. Drop-Chance. Ah. Okay. Na gut, das ist ein bisschen was anderes. Wie Glück. Okay, verstehe. Benutzt die Spitalrostpfeife. Y gedrückt halten und eine Pfeiltaste. Beutel. Alle Runen verlieren und dann letzten. Achso, nein. Wait. Wait, what? Ja. Hey, während Sprung zu Pferde, Doppelsprung. Geil. Spitalross. Oh, da muss ich aber oft umschalten, da muss ich dran denken. Hi. Der letzte, der so war wie du, der wollte mich nicht hauen. Danke. Der hatte eine Tröte dabei, der hätte bestimmt Hilfe gerufen. Bolzen. Schmetterlings. Fehlender Schmetterling. Oh oh, ich glaube von rechts kommt noch einer, ne? Nee? Okay. Oder doch? Nee. Okay. Er tritt mich. Oh, fuck. Ja, gegen zwei ist blöd. Gegen zwei ist blöd. Marikas Pfahl? Nee. War doch hier an dem Feuerchen. Wenn du mich jetzt sonst wo rauslässt, Spiel. Nee, passt doch. Ach, jetzt ist Tag. Okay, na gut.
Nee, wir rufen nicht nach Hilfe. Kollege Schnürbacken. Autsch. Was ist das hier? Oh, Karte. Karte gefunden. So, wo kam der andere Boy her? Das war der hier oben, der sich da eingemischt hat. So, jetzt zu dir. Oh, hi. Mist. Blöd. Blöd, blöd, blöd. Äußerst ungeschickt. Ach, das ist jetzt kacke. Ja, solange der eine da hinten bleibt. Fuck. Ah. Keine Konzentration gehabt hier gegen zwei. Das ist halt das, ne? Wenn ich das... Da muss ich, glaube ich, eine zweite Waffe mir suchen, mit der ich solche Situationen regeln kann. Das wird sonst schwierig. Sepp? Alter, dankeschön. Fuck, warum kriege ich keinen Alert dazu? Komm, hau mich. Ah, dann halt so. Hier war irgendwo gerade noch einer, oder? Ja. Oh, zwei. Oh. Nee, einfach eine, hier, eine Donation ist reingekommen. Das hat mir jetzt mein Handy gesagt. Aber leider kam kein Alert dazu. Ich hab mich gerade gewundert, wen ich denn jetzt, was ich schon wieder für eine Rechnung in PayPal bekommen habe. Hab kurz auf meinem Handy geguckt, weil das hier, darüber steuere ich ja auch meinen Stream. Und dann steht da, sie haben erhalten. Okay. Der Sepp hat einen Zehner dagelassen. Der Sepp hat einen Zehner dagelassen. Vielen Dank. Ich würde auch sagen, ich bin jetzt dann schon 2 Stunden. Bei Sekiro schießt da auch wieder was dazu. Alter, ihr seid viel zu krass, Leute. Das ist der absolute Hammer. Mit der Fackel. Warte kurz. Ey, das ist voll geil, dass sich hier so die Gegner... Das ist mega. Das gefällt mir gerade richtig... Das finde ich richtig cool, dass ich hier so auch schleichen kann und so.
Das ist der Shit. Oh, hi. Flucht. Okay, bei dem will es noch nicht so ganz. Nee, bei dem will es noch nicht so ganz. Komm noch mal her. Mist. Habe ich schon wieder so gesagt? Der Sub-Alert geht auch nicht. The fuck? Okay. So, dann machen wir jetzt mal kurz was. Holen wir kurz die Seelen zurück. Dann gucken wir gleich kurz danach. Ah, der Marius, danke für den Sub. Ja, ey, ich muss unbedingt... Okay, alles klar. Ich muss unbedingt die Alerts aktivieren. Das geht ja so nicht. Warte kurz. Ach, wenn ich da mal nicht drin bin, ne, im Parier-Game, dann wird's schwierig. Wir gucken gleich nach den Alerts. Hey, Marius, vielen Dank für den Sub in dem Fall. Komm mal hier rüber, bevor dein Kumpel kommt. Ich hab Bock auf deinen Kumpel. Gut. Ich will den jetzt endlich killen hier. Ey, no, 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 no. Ah. Ja gut, hey, wisst ihr was? Eigentlich dachte ich, dass ich hier für YouTube einfach eine gigantisch große Aufnahme mache. Aber wenn es jetzt, es passt ja eigentlich ganz gut rein. Ich habe gerade das Pferd bekommen, ich bin hier in Limgrave und habe mich ein paar Mal dran versucht, jetzt da reinzukommen. Ist ein schöner Cliffhanger. Und deswegen geht an YouTube eine kleine Verabschiedung und ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.